mal ein Ligaspiel heute für Sie im Stadion. Frank Buschmann und Andi Greuther. Wie siehst du die gastierende Mannschaft? Sie haben immer noch Zeit, zurück in die Spur zu kommen. Sie haben immer noch Zeit, nach oben zu klettern in der Tabelle. So, dass es dann auch den eigenen Vorstellungen wieder entspricht. Noch sind die Fans geduldig, aber ich glaube nicht, dass das allzu lange anhält. Wir sind jetzt mittendrin in der Spielzeit und dieser Mann hat 7 Tore geschossen. Er ist also einer, der seiner Mannschaft heute zum Sieg verhelfen könnte. So, jetzt genug geredet, genug spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Jan Pollack, das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Eine gewagte Nummer aus dieser Entfernung. Da kann der Keeper relaxen, es gibt Abstoß. Jetzt eine gute Flanke. Die Flanke kommt schön mit dem Kopf. Ganz knapp übers Tor. Ein richtig guter Kopfball, aber nicht gut genug. Da stand er genau da, wo er zu stehen hat. Schön gesehen. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein. Das könnte was werden. Achtung, Dest! Versucht's mit dem Kopf. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Das ist es! Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Die Chance! Ja, abgeblockt! Diego. Da freut sich der Trainer. Die Abwehr steht goldrichtig. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Der Abwehrspieler blockiert den Ball. Da kriegt er jetzt die gelbe Karte und das ist noch nicht alles. Nein, es gibt noch eine sehr, sehr gute Chance hier mit dem Freistoß. Links ist jemand mitgelaufen. Versucht's, der Kopf. Auch so kann man sich befreien. Und jetzt! Damit hast du... Dem musst du eben auch mal damit rechnen, dass der aus dieser Entfernung einfach abzieht. Und hier sehen wir nochmal ganz deutlich, manchmal hilft es nicht zu denken, einfach drauf zu halten. Und das ist die Belohnung. Vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Diop. Deutliche Sprache jetzt. Ja, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass da sie noch mal was getan haben. Um das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Schöne Aktion.
Und da ist ein Freistoß. Weiter geht's, sagt der Schiri. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Und das macht er richtig gut. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Rollt sich das Auge, was für ein Pass. Es wird gefährlich. Guck mal hin. Und da rettet er schon wieder. Christian Trisch am Ball. Jetzt schnell spielen, jetzt steil spielen, jetzt ein Kopf. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Spieler legt sich den Ball zum Eckstoß bereit. Da nutzt keine Ermahnung, da gibt es eine Verwarnung. Gelb. Der Kopfball. Kopfballmöglichkeit. Diop. Ich glaube, die Spannung ist schon halbwegs raus. Zur Pause steht es hier nämlich 3:0. Sie liegen in Führung, ganz knapp zur Halbzeit. Aber, Frank, es ist ein Derby. Ja, das ist immer noch eine enge Kiste bei diesen beiden Teams. Ich gebe keine Prognose ab. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Wir haben eine Mannschaft mit einer komfortablen Führung. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie sie sich taktisch verhalten. Geben sie weiter Gas oder schaukeln sie das Ding hier einfach nur noch über die Zeit? Also die Chance hat. Jetzt schießt er und Perisic. Dafür kennt man ihn. Aus der Distanz. Da kann er gut schießen. Die Flanke noch gut kommt. Gut gemacht. Das war die einzige Chance, die er hatte. Perisic. Diego. Dieser Junge, das ist das Herz des Spiels seiner Mannschaft. Und eine Augenweide, Manni, dem beim Fußballspiel zuzuschauen. Gibt Abstoß. Prima angenommen. Ja, der Schiri überlegt noch kurz. Perisic. Christian Trisch am Ball. Ja, so kann es weitergehen. Herrliche Flanke. Peter attackiert. Ein sehr schöner Pass. Was lehrt uns die Ballbesitzstatistik? Jesse. Sicher in der Ballbehandlung. Was für ein Aufwand. Sofort abgezogen. Und ein schwacher Schuss. Jetzt hätten sie mal ein kleines Erfolgserlebnis. Zumindest gut gebrauchen. Zeitgleich wollen die beiden Trainer noch mal neue Leute in die Partie bringen. Toll, wie er das macht und vorbei. Stürmer bereiten sich vor, die Abwehrspieler auf. Es gibt Eckball.
So sieht ein Pass aus. Und Einwurf. Schlau drauf. Diese Partie, sie scheint mir entschieden. Schöne Flanke. Eigentlich sollte das eine schöne Flanke werden. Die Spieler warten auf die Ecke. Und der kommt genau an. Gott sei Dank hat er sich den Ball erobert. Das hätte ins Auge gehen können. Perisic. Jetzt müsste er flanken. Er holt in sich per Grätsche und schickt seine Mannschaft nach vorn. Da gibt's wieder viel zu bereden.